Na komm! Warte, wir müssen reden! Hugo, es ist wichtig! So, wir sind zurück. Hugo und der blöde Ritter, an den ich mich jetzt wieder erinnern kann, ist dabei, uns zu helfen. Aber wir werden jetzt einfach mal schön hinterherlaufen. So, wir wollen zur Insel und er will uns helfen. Hugo, das ist ein Überfall. Du hast ihm aber nicht von deinem Traum. Du mich nie. Hugo, komm zurück. Ich will nicht spielen. Und ich rede nicht mit Angsthasen. Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Immerhin siehst du besser aus. Amicia, wir sind da. Wow. Hugo, du sagst gar nichts. Los, Herz, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot. Ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin. Sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön. Mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus. Und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Schließe zu Hugo auf. Ah, viel zu hoch. Spring, ich fang dich. Wow. Hey, pass auf! Danke. Na gut, wartet mal auf mich. Du bist schwer. Deine Schwester. Sieht echt geil aus. Also hier sieht's echt, die Grafik ist echt bombastisch. Hey. Echt schön. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt so. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Der Strand hier, sieht doch alles echt einfach so geil aus. So viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat. Angriff. Angriff! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh, wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, was? Hey, hast du meinen Angriff gesehen? Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Na, weiß ich nicht. Toll sieht es ja auch nicht aus. Da ist irgendwas. Was ist denn das da? Die Fische runterholen? Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Ich helfe dir, Amicia. Sag, wenn du bereit bist. Gut. Weiter so. Anno! Was? Zurück! Die Ratten. Oh, Scheiße! Scheiße! Die mögen dich anscheinend. Ihr habt mich fast erwischt. Ihr seid so krank. Ach, komm. Na gut, wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt? Sei vorsichtig, ja? Ja. Die gehorchen dir wirklich? Wie machst du das? Ah, guck mal, Fische. Wo hast du das gelernt? Fertig. Dann gehen wir. Gut, dass wir den Fisch runtergeholt haben. Dafür war der gedacht. Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Verfressene Biester. Nichts für ungut, Kurzer. Jetzt? Hä? Hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Will er das Boot jetzt nicht mehr schieben, oder was?
Also die Ratten sind da, ist ja richtig. Nur sollen die Ratten das schieben hier? Nee. Auch keinen Sinn. Hier noch kontrollieren jetzt? Oh. Yeah. Es sind so viele. Hier. Hier kann ich nicht. Hä, das verstehe ich so gerade nicht. Wir müssen da in die Höhle rein. Ach, das ist der Geheimweg. Okay. Ich dachte, wir müssen mit dem Boot fahren. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ja, also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott, das gefällt mir nicht. Oh oh. Was? Das sind Millionen. Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Stimmt. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Wart's ab. Wie war das nochmal? Wir sind ja darüber, also müssen wir hier so ein. Das reicht, glaube ich, nicht, oder? Durch! Durch, 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 durch! So, perfekt. Stöcker gewesen, ne? Hoch, jetzt! Verstanden. Dann können wir den Stock rüberwerfen zu ihm bestimmt. Den brauche ich. Diese Stöckchen? Komm, einfach mit. Das macht ja keinen Sinn, oder? Obwohl, doch, doch, doch. Ich vertraue dir mal. Hey, nicht so fest, damit laufe ich auch nicht schneller. Tut mir leid, ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz ab. Also mein Mitleid habt ihr. Oh nein, doch wohl. Was ist denn los? Ich bin doch im Licht gewesen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich war doch im Licht. Ah, naja, so halbwegs im Licht, oder? Ich war gerade bekloppt. Oh oh. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer. Die gehorchen. Schick sie alle. Warte, jetzt können wir doch hier? Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Hey, was ist das? Das ist gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Wart's ab. Das Problem ist, wenn ich es abnehme hier. Ja, okay. Hab mir gedacht. Ja, okay. Auch dumm. Ich dachte, vielleicht hält sie den Bolzen ja wie so eine Fackel. Das macht sie nicht. Also probiert's nicht aus. Sie macht's nicht. Okay, mach was anderes. Oh oh. Was? Gibt ja immer mehrere Wege. Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Hey, was ist das? Das ist
das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache es leuchtet. Wart's ab. Wie kann ich den kontrollieren davon? Bringen wir durch. Ach, komm schon. Ja, ich versuch's auch echt auf die dümmste Art, ne? Aber naja. Oh oh. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Okay, dann machen wir es am easy auf die leichte Art. Die Gehorchentier, schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Okay. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache es leuchtet. Wart's ab. Ab nach oben. Klar. Er ist bei uns, ist schon mal gut. Schnell, hoch, geht klar. Wir haben ein Stöckchen, ne? Also, die Höhlen ziehen sich den bis nach da drüben. Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier lebend rauskommen. Schaffst du schon. Oh, hier, hier durchgehen. Oder? Bleib nah bei mir. Wir gehen. Ich vertraue dir mal. Hey, nicht so fest. Damit laufe ich auch nicht schneller. Ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz oft. Also mein Mitleid habt ihr. Stimmt, wir machen es wirklich oft. Geschafft. Kinderleicht. Genau das war oft, habe ich gesucht. Du magst Ratten wirklich nicht. Niemand mag sie, Kurzer. Oh nein. Ach, das sieht nicht so gut aus. Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Oh doch. Wir nicht. Willst du hier bleiben? Ein Karren. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Wüsste wirklich nicht warum. Ah, perfekt. Los geht's. Durchatmen und los. Das wird schrecklich, Amicia. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Der wird mir ganz anders. Die machen das aus ihrer Beute. Aus Menschen. Aus Menschen bauen sie das, ja. Ihr seid also aus Kriegen. Angefangen. Es war keine Absicht. Was das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Die Hölle, die wir alle verdienen. Ich will, dass es aufhört. Wir schaffen es nach Lacuna. Wir heilen dich. Das ist Irrsinn. Vorsicht. Vor allem glaube ich. Dass ich hier festsitze und die mich anbrechen. Hugo, wir sollten jetzt gehen. Was? Warum? Er ist gefährlich. Du auch.
und ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauche die Hilfe! Ich... Wie machen wir das denn? Na gut. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle. Das ist Epi Sangris. Du hast recht. Da ist es wieder. Anno! Ach, endlich! Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu! Gut. Ich bin bereit. Los. Auf dein Zeichen! Ja. Perfekt! Aber so hilft es uns nicht. Ich brauch noch was, damit es brennen kann. Vielleicht sei Peter? Hier, Odorus, versuchen wir's mal! Anno, siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus! Ich schaff's nicht zu dir. Ah, dumm von mir. Da ist er wieder. Bist du sicher, dass der Köder etwas taugt? Er hat recht. Der Boden sieht komisch aus. Ja, ich war's jetzt! Es klappt! Ja, weiß nicht, was das war, aber habt ihr die Haut gerettet? Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Ja, mach mal. Los. Übernimm du das, Anno. Los. Ja, wer denn sonst? Wir sind hier drüben. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Mal sehen. Was muss ich jetzt machen? Ich überlasse es dir, Anno. Schon dabei. Jetzt hat er es da hoch. Kann man da oben was mit dem machen noch? Sicher. Mal gucken, ob man da irgendwas mit machen kann. Weiß ich nicht, ne? Ach doch, ich hab eine Idee, warte mal. Wir schicken die ganzen Ratten darüber und dann lassen wir das runter, dann sind die eingesperrt. Auf die Planke schießen können wir den Odorus. Das können wir natürlich auch machen. Was bringt das denn? Übernimm du das, Anno. Los geht's. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Dabei. Lauf, Anno!
laufen. Ja, los, komm her. Was zur Hölle ist das? Der Boden ist ganz klebrig. Ist nur Blut von ihrer Beute. Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich. Keine Angst, ist nicht gefährlich. Macht ihr Witze? Die Stiefel verbrenne ich. Ach komm, du bist fast da. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja, genug Nervenkitzel? Ich war in 100 Schlachten, habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheiße lassen mich wie ein Grünstaben aussehen. Jetzt bist du gewappnet. Tricks im Ärmel. Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein, wir kommen hier raus. Warte, ich weiß was. Na? Schieß ein Feuerbolzen auf meinen Schild. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut, von mir aus. Okay, und jetzt? Das habe ich gespürt. Gut. Sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Hey, das Feuer. Wir schaffen das. Habt ihr gehört? Oh, das ist clever. Clevere Idee von ihm. Kusch. Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Weich zurück vor der Macht des Falls. Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben sie Angst vor dir. Hölle nochmal. Ja, aber mein Arm ist jetzt gut durchgebrannt. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug eingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. So ist es im Krieg. Wir sind fast da. Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch, das kann ich. Sehr gut. Perfekt. So, Schluss jetzt. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Hab nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter. So, hier machen wir eine kleine Pause. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.